Und nun hört die Worte Pharaos, Ra auf Erden, Gott als Mensch. Du sollst mein Vertreter sein. Und mein ganzes Volk soll deinen Befehlen gehorchen. Nur der Thron soll mich über dich erheben. Ich mache dich zum Statthalter von ganz Ägypten. Ich setze dich über mein Haus, mein Volk, mein ganzes Königreich. Ohne deine Zustimmung soll kein Mann in ganz Ägypten Hand oder Fuß erheben. Dein Name soll von nun an Zaphenat Paneach sein. Der Pharao ist Ra. Er sieht in die Tiefen eines jeden Wesens. Gott hat gesehen und gesprochen. Pharao ist Ra. Wie ist dein Name? Asenat. Ich bin die Tochter des Hohepriesters von Ohl. Verzeih, aber wie ist mein neuer Name? Ich habe ihn vergessen. Zaphenat Paneach. Zaphenat Paneach. Was bedeutet das? Der Retter. Erweist Zaphenat Paneach die Ehre. Zaphenat Paneach! Zaphenat Paneach! Zaphenat Paneach! Jakob würde es freuen zu erfahren, dass sein Sohn der zweitmächtigste Mann der ganzen Welt geworden ist. Zaphenat Paneach! Komm schnell! Riesige Feuer wüten auf den Feldern nördlich der Stadt! Es hat begonnen. Wie Gott es prophezeit hat. Ja, ich werde deine Wünsche dem Herrn vortragen. Ednan. Ja, Herr, die Mundart dieses Mannes ist... Schon gut. Ich kenne die Sprache, Herr, aber... Gib ihm, was er braucht. Ja. Hier, geh. Seht hoch. Schaut euren Herrn an. O mächtiger, hab Erbarmen! Wir kommen aus Kanaan, dort vernichtet die Dürre alles. Wir haben Silber zum Tauschen, damit wir und unsere Familien überleben können. Der falsche Messias. Es ist schockierend, wenn man zum ersten Mal begreift, dass Josef in Ägypten, der in der Sonntagsschule als Muster des Messias erscheint, gleichzeitig auch ein Abbild des falschen Messias ist, der die Menschen zu Sklaven des Pharaos macht, der sogenannte Antichristus. Josef ist ein Bild auf den Antichrist, und zwar ein perfektes. Antichristus bedeutet nicht einfach nur gegen Messias, sondern auch anstatt des Messias. Der Papst hat ja diesen Titel Vicarius Filii Dei, Stellvertreter des Sohnes Gottes. Anstatt des Messias sitzt er auf dem Thron. Wir haben heute Abend das Thema Retter der Welt. Und der Pharao nannte Josef Zaphenat Paneach und gab ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu Ohn, zur Frau. Die Josefs Geschichte ist bei Christen sehr beliebt. Josef wird zu Recht als eindrücklicher Vorläufer des Messias gesehen,
welcher von seinen Brüdern verkannt und verkauft, nach einer Zeit der Demütigung und Prüfung durch Gottes Fügung zu höchsten Ehren kommt und aufgrund dieser Stellung und seiner Weitsicht seiner Familie das Leben rettet und die Ägypter vor dem Verhungern bewahrt. Josef wird zudem zum obersten Herrn über Leben und Tod eingesetzt. Und doch passen hier verschiedene Details nicht in diese Geschichte, die in der Sonntagsschule als perfektes Bild auf Jeschua hingedeutet wird. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich auch eine ganz andere Seite Josefs. Ich lese hier aus 1. Mose, Kapitel 41, ab Vers 41. Weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand und bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus: Beugt eure Knie! Und also wurde er über ganz Ägyptenland gesetzt. Und der Pharao sprach zum Josef: Ich bin der Pharao, und ohne dich, ohne Josef, soll niemand in ganz Ägyptenland die Hand oder den Fuß erheben. Und der Pharao nannte den Josef Zaphenat Paneach und gab ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu Ohn, zum Weibe. Josef, der Sohn des Sonnengottes. Schon mal gehört? Josef, der Sonnengott? Wer hat das gehört in der Sonntagsschule? Josef, der Sonnengott? Kann ich mal eure Hand sehen? Keiner gehört Josef, der Sonnengott? Nicht aufgepasst in der Sonntagsschule, nicht wahr? Josef, der Sonnengott. Wieso das? Die Frau, welche Josef erhielt, hieß Asnat. Kennt ihr jemanden, der Asnat heißt? Ja? Verwendet man den Namen in Israel? Ah, schau an, schau an. Asnat bedeutet der Neid geweiht. Geweiht der Neid. Reimt sich irgendwie. Der Neid geweiht. Der Kult der Neid ist der am frühesten bezeugteste in Ägypten überhaupt. Neid die Große, so hieß sie, Neid die Große, gilt unter anderem als Muttergöttin, welche den Sonnengott Re oder Ra gebar. Das ist die Neid. So hieß seine Frau, die ist dieser Göttin Neid geweiht gewesen. Komischer Familienname, komische Familie da. Hier finden sich Anklänge an den späteren katholischen Marienkult. Die Stadt On, in welcher ihr Vater Priester war, hieß auf Griechisch Heliopolis. Heliopolis, Stadt der Sonne. Von dort kommt übrigens der Obelisk, der auf dem Petersplatz steht, diese Sonnensäule. Denn diese Stadt war eine der bedeutendsten Städte der Sonnenanbetung in Ägypten. Die Sonnenanbetung war wiederum der wichtigste Kult in diesem Land und die Sonne war damals Ägyptens oberste Gottheit. Schöne Familie, in die da der Josef hineingeheiratet hat. Man kann davon ausgehen, dass der Pharao seinen wichtigsten Mann, den Josef, nicht mit der Tochter irgendeines unbedeutenden Provinzpriesters verheiratet hat. Durch solche Hochzeiten wurden und werden zum Teil noch heute Bündnisse geschlossen und Verbindungen dauerhaft gesichert. Ihr wisst ja, dass die alten Königsfamilien sich untereinander verheiratet haben, um eben die Verbindungen zu festigen.
so hatte Salomo 1000 Frauen und da waren viele Prinzessinnen darunter aus den umliegenden Ländern. So hat man sich verschwägert, um die Verbindung enger zu machen. Auch hatte zum Beispiel Ahab die Tochter eines Phönizierkönigs als Frau. Diese Frau hat ihn dann mit dem Baalskult infiziert. Man verschwägert sich, vermischt das Blut und damit die Erblinien, und zwar auch die geistlichen. Josef wurde der Schwiegersohn eines hohen Priesters des Sonnenkultes, möglicherweise sogar des höchsten überhaupt in Ägypten. Denn es ist nicht die Rede von einem Priester, sondern von dem Priester zu On, der Sonnenstadt On. Damit wurde er nicht nur in die Kreise der höchsten Elite Ägyptens aufgenommen, sondern auch voll in die ägyptische Kultur und Religion integriert. Josef, der Ägypter, nicht wahr? Und damit auch eingebunden. Auch der Name seines Schwiegervaters weist in dieselbe Richtung. Potiphera bedeutet der, den Ra gab, der den Sonnengott gab. Dieser Mann, dieser Priester, der Schwiegervater von Josef, hatte also den Titel eines Gottvaters, eines Göttervaters. Auch Josefs eigener Name enthält eine Merkwürdigkeit, die nachdenklich macht. Er entstammt aus einem Wortspiel. Er nimmt hinweg, er füge hinzu. Er nimmt hinweg, er füge hinzu. Ein Wortspiel, er nimmt hinweg, er füge hinzu. Und sie empfing einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen, sagte seine Mutter, Rahel. Und sie hieß ihn Josef und sprach, Gott wolle mir noch einen Sohn dazugeben. 1. Mose, Kapitel 30, 23, 24. Dieser Doppelcharakter spiegelt sich auch darin, dass aus dem einen Josef quasi zwei wurden. Denn sein Vater Jakob adoptierte vor seinem Tod Josefs beide Söhne, die ja eigentlich seine Enkel waren. So erhielt Josef durch diesen Trick, kann man sagen, ein juristischer Trick, zwei Erbteile anstatt nur eines. Das hat Jakob gemacht, um ihm diesen doppelten Segen zu verleihen. Der Pharao aber nannte ihn Zaphnat-Paneach. Auch dieser Name ist doppeldeutig. Ich habe meiner Hebräischlehrerin gesagt, dass Zaphnat-Paneach Retter der Welt bedeutet. Da hat sie protestiert, sagt, nein, das ist die falsche Übersetzung. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Nach der alexandrinischen Leseart bedeutet dieser Name Retter der Welt. Er kann aber auch bedeuten Offenbarer des Verborgenen. Also des Okkulten. Das Okkulte ist das Verborgene. Der Offenbarer des Okkulten. Aus dem Hebräischen Josef wurde in Ägypten Zaphnat-Paneach, Retter der Welt, Offenbarer des Okkulten, ein Sonnensohn und Messias der Heiden. Noch heute feiern Christen den Geburtstag dieses Sonnengottes, dieses Sonnenmessias, anlässlich der Sonnenwende. Ist ja kein Zufall, dass Weihnachten auf die Sonnenwende fällt, Ende Dezember. Und ihm zu Ehren feiern sie jede Woche den Tag der Sonne, den Sonntag, als seinen heiligen Tag. Messias der Knechtschaft. Doch die Geschichte von Josef hat noch weitere Merkwürdigkeiten. Er sammelte den Überschuss der 7 fetten Jahre, welche er präzise voraussah. Für den Pharao zog er 20% der Ernten ein. Habt ihr schon mal von dem Doppelzehnten gehört? Dass ein Doppelzehnter in vielen Gemeinden, wo zu wenig Geld reinkommt, nach Ansicht der Gemeindeleitung sagt man, ja, kannst auch noch einen zweiten Zehnten geben, da wirst du doppelt gesegnet. Doppelzehnten. Der fünfte Teil mussten die bezahlen. Für den Pharao zog er 20% der Ernten ein. 1. Mose 41, 47. Und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses haufenweise.
Und er sammelte allen Ertrag der 7 Jahre, in denen in Ägypten Überfluss herrschte, und tat die Nahrungsmittel in die Städte. Nämlich den Ertrag der Felder rings um die Städte brachte er in diese. Und Josef speicherte Getreide auf wie Sand am Meer, bis er es nicht mehr messen konnte, denn es war unermesslich viel. Als nun die 7 Jahre des Überflusses im Land Ägypten verflossen waren, da brachen die 7 Hungerjahre an, wie Josef